Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Da sich's öfter gewünscht wurde, will ich mal nicht so sein und deswegen ist mal wieder Spotlight Time. Servus und willkommen zurück hier auf meinem Kanal MCOC Marvel Contest of Champions. Venom the Duck. Habe ich öfter in den Kommentaren gelesen, so ein Video gibt's schon. Guckt mal beim Kollegen Nilly vorbei, der hat das eigentlich sehr schön ausformuliert, ist schon eine Zeit lang alt, aber war für mich damals die Grundlage, mich über diesen Champion zu informieren. Ne, der Kanal ist auch bei mir in der Videobeschreibung generell verlinkt. Wenn ihr den nicht abonniert habt, dann tut das. Das wird einiges nämlich ein bisschen verknüpfen, was vielleicht noch fehlende Spotlights betrifft. Da werdet ihr viel finden. Okay, ich habe einen Fünfer, Venom the Duck. R4 allerdings nur, weil der, das hat eigentlich keinen Grund, der wird irgendwann auch noch R5 gehen, aber die Thematik ist, ich habe relativ früh den 6er gezogen, mit dem ich mich zwar jetzt immer noch nicht beschäftigt habe, um den hochzuleveln, aber das wird mittelfristig gemacht werden. Wir gucken uns einfach mal an, was wir mit Venom the Duck so anstellen können, okay? Grundsätzlich übliches System. Ich werde euch im Anschluss noch ein paar Clips mit einblenden. Wir packen alles in ein Video. Schauen wir mal, um was es bei dem Kollegen Venom the Duck überhaupt geht. Wir wissen, es ist ein Aufbau-Champion. Das haben wir alle so ein gefährliches Halbwissen, der sich über mehrere Kämpfe aufbauen muss. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe so das ein oder andere Problem mit diesem Champion, weswegen ich dann doch immer andere vielleicht ein bisschen vorgezogen habe. In der Summe ist es allerdings eine sehr lustige Geschichte. Das muss man definitiv zugeben. Es geht um sogenannte Anomalie-Effekte. Man kann sich das so vorstellen. Generell hat Venom the Duck einen Timer, der bei 0 beginnt und bei 100% irgendetwas auslöst. Und was das ist, sehen wir hier. Wenn der durchgehende Anomalie-Effekt 100% erreicht, wird er auf 0 zurückgesetzt und ein zufälliger Symbionten-Buff beider Kategorien wird erlangt. Und bereits an dieser Stelle finde ich die Übersetzung schon ein bisschen ungünstig. Das könnte man könnte annehmen, hier gibt es zwei Buffs. Nein, gibt es nicht. Also der Fakt ist, diese Buffs sehen wir hier unten, zu denen kommen wir gleich. Das sind 6 Stück, die möglich sind. Allerdings wird nur einer ausgelöst, aber es ist quasi einer aus beiden Kategorien, aber in der Summe definitiv nur einer. Okay, jeder nicht einzigartige Symbionten-Buff über den ersten hinaus erleidet eine sich anhäufende 10% Potenzstrafe. Also dieser ganze Champion ist ein bisschen, die Beschreibung ist ein bisschen übersät mit Themen, die man vielleicht nicht so 100% aufs erste Mal versteht, aber glaubt mir, ganz so schlimm ist es nicht, deswegen gehen wir es einfach Stück für Stück durch. Fakt ist folgender, wenn ihr eine Regeneration beispielsweise habt und noch eine zweite Regeneration sichert, ist die zweite Regeneration 10% weniger effektiv als die erste. Es macht dementsprechend vielleicht wenig Sinn, sich vielleicht 5 oder gar 10 Regenerationen zu holen, weil ja Stück für Stück jede um 10% Potenz verlieren wird. Gucken wir uns aber doch einfach mal an, welche Buffs wir denn überhaupt generieren können. Wir unterscheiden hier nämlich einmal zwischen Raserei-Buffs und einmal sogenannten Überlebens-Buffs. Okay? Hier ergibt sich eine Problematik. Und das ist eine nicht unerhebliche Problematik, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Venom the Duck ist zeitweise eine Diva und zwar nicht unerheblich. Wir haben folgende Situation, diese Raserei-Kategorie umfasst beispielsweise einen Wutausbruch-Buff. Ja? Wir sehen ja diese 6 Buffs hier, die dann quasi in dem Moment, wo diese Thematik, die wir hier oben durchgenommen haben, mit diesen Anomalie-Effekten 100% erreicht, wird einer von diesen 6 Buffs zufällig ausgelöst. Ja? Immer wenn ich mit Venom the Duck spiele, ist es so, dass er genau die Buffs auslöst, die ich nicht gebrauchen kann, was eigentlich mein größter Negativpunkt ist, denn man hat eine sehr schöne Möglichkeit, das zu steuern, aber dieser Champion bringt uns ab und an mal zum Schreien. Ne? Genauso zum Lachen, aber ich bin ab und an kurz davor, das Telefon wegzuwerfen, wenn zum 7. Mal die Aufrüstung droppt, wo ich sage, bei einer Chance von 1 zu 6 sollte das doch eigentlich gar nicht möglich sein. Okay? Folgende Situation, das rotiert da oben durch, wir bekommen einen Wutausbruch. Das ist nett, denn der erhöht unseren Angriff nicht unerheblich für 12 Sekunden. Selbiges betrifft auch die Präzision. Auch dieser Buff ist toll, hier wird unsere kritische Wertung quasi wieder erhöht, das ist die Möglichkeit, kritische Treffer quasi anzusetzen. Und auch die Stärke plus 50% ist super, warum die hier nicht einfach, ja, Kraftzufuhr schreiben anstatt Kampfstärke, ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, bei Stärke plus 50% Kampfstärke spricht man von Kraftzufuhr.
Okay, könnt ihr das schon mal abhaken, denn hier sind viele gestolpert, sagen, was ist denn eigentlich Kampfstärke? Ne? Ihr bekommt mehr Kraft pro Hit oder auch, wenn ihr getroffen werdet. So viel zu der Thematik. Kommen wir zu den Symbionten-Buffs bzw. der Überlebenskategorie. Hier gibt es eine Aufrüstung. Gleich an dieser Stelle, das ist einer der Buffs, die wir nicht haben wollen. Es gibt eine Regenerationsrate, die wir definitiv mitnehmen, denn wenn wir werden später sehen, dass Venom the Duck nicht der Champion ist, den wir speziell gegen einen einzigen Gegner verwenden, sondern wir werden Venom the Duck eher nutzen, um ganze Linien zu clearen. Ne? Also der soll von Kampf zu Kampf effektiver und stärker werden. Deswegen ist so ein Regenerationsbuff immer mal ganz nett. Und die perfekte Abwehr kann mir auch gestohlen bleiben. Die will ich eigentlich auch nicht haben. Deswegen können wir zumindest schon mal festhalten, grob gesagt, ist dieser Random-Faktor mit der Anomaliekraft schon mal auf unserer Seite, denn 4 potenzielle von 6 Buffs sind schon mal so weit annehmbar, dass wir sie zumindest mitnehmen können. Aber von was rede ich überhaupt? Dabei kommen wir später noch ganz kurz drauf. Allerdings müssen wir ganz kurz noch die kritischen Treffer mitnehmen, halten uns allerdings diese Buffs schon mal im Hinterkopf, denn der Fakt ist, die Kernessenz haben wir somit schon durch. Es dreht sich alles um diese Thematik mit diesen Buffs und wie wir mit diesen Buffs umgehen, okay? Kritische Treffer haben weiterhin eine 55% Chance, erstmal einen Blutrausch auszulösen beim Gegner. Wenn der nicht bluten kann, bekommt es im Gegenzug eine Degeneration, allerdings mit einer Schadensstrafe von 25%. Es ist nicht groß dramatisch, wenn Gegner nicht bluten können. Das mag sich hier vielleicht so anhören, insbesondere später werden wir allerdings noch was sehen, dass es durchaus auch gegen Roboter oder insbesondere gegen Champions mit Aufrüsten durchaus fatale Auswirkungen haben kann, gegen Venom the Duck anzutreten. Okay? So. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir ja diese Buffs, die immer wieder per Zufall aktiviert werden. Okay? Jetzt geht es ja aber irgendwie darum, dass wir diese Buffs für die kommenden Kämpfe sichern, beziehungsweise, dass es ja immer heißt, wir können uns aussuchen, was wir mitnehmen und was nehmen wir nicht mit. Okay, also der Grundgedanke ist dahinter, den Buff will ich nicht, also lasse ich ihn weg, den Buff will ich haben, also sichere ich den und nehme den mit. Okay, wie das funktioniert, sehen wir an dieser Stelle. Nämlich immer, wenn wir eine Superkraft starten, beziehungsweise einen schweren Angriff landen, haben wir die Möglichkeit, einen aktiven Buff, der da oben unter unserer Energieleiste abläuft, zu sichern. Wichtig ist für uns, das können wir 3-mal pro Kampf machen und das können wir in der Summe 10-mal machen. Das heißt, wir können nicht mehr als unsere 10 Buffs insgesamt speichern und pro Kampf allerdings nicht mehr als 3. Deswegen muss uns sehr bewusst sein und wir müssen sehr vorsichtig vorgehen mit der Thematik, welche Buffs wir sichern. Ne? Wenn ihr beispielsweise einfach nur über die Map hüpft mit Venom the Duck und da kommt die dritte Aufrüstung und ihr schmeißt da eine SK nach der anderen oder eben eine Heavy nach der anderen und das ist so ein bisschen unbedacht, dann werdet ihr da gegen eine Wand fahren. Dann wird der Kollege nämlich am Schluss vielleicht mit 8 Aufrüstladungen dastehen, aber Schaden machen tut er dann immer noch keinen. Ne? Deswegen aufgepasst, so steht's hier da. Alle Symbionten-Buffs werden entfernt und in der sogenannten RNA-Bank gespeichert. 3 Symbionten-Buffs können in der Bank bei jedem Kampf hinzugefügt werden und bis zu 10 Buffs können insgesamt in jeder Mission gespeichert werden. Buffs werden nicht entfernt oder gespeichert, wenn das Limit pro Kampf bzw. pro Mission erreicht wurde. Also wenn ihr eure 3 gesichert habt, ist das wurscht. Das wird quasi nicht irgendwie ersetzt, sondern die ersten 3, die ihr speichert, bleiben fix. Und wenn die 10 voll sind, dann ist der Drops gelutscht. Okay? Wenn der Kampf beginnt, und hier kommt die Thematik, warum Venom the Duck unglaublich Alarm machen kann, insbesondere gegen Gegner, die jetzt nicht unglaublich massiven Health Pool haben. Na, also immer, wenn ihr sagt, ihr seid irgendwo so in dem Bereich unterwegs, AM oder irgendwie sowas, ne, wo Gegner nicht in den Millionenbereich reingehen, hat er den Vorteil, dass er alle in dieser RNA-Bank gespeicherten Symbionten-Buffs aktiviert. Ne, sind da 3 drin, werden 3 aktiviert. Sind da 10 drin, werden alle 10 aktiviert. Und bereits an dieser Stelle, das zeige ich euch nachher noch in einem kurzen Clip, müssen wir festhalten, dass die Thematik möglich ist, wenn wir uns beispielsweise, wir organisieren uns folgende Buffs, ihr müsst euch das so vorstellen. Der Grundgedanke dahinter ist, wir organisieren uns einen Wutausbruch, wir organisieren uns von mir aus eine Kraftzufuhr und wir organisieren uns eine Regeneration. Ne, wir haben den ersten Kampf so lange ausgeschöpft, bis diese 3 eben gespeichert wurden. Dann könnten wir jetzt direkt, der Kampf beginnt und wir aktivieren genau diese 3 Buffs.
Wenn wir dann diesen Kampf beispielsweise mit Parry Heavy beginnen, sind das genau diese drei Buffs, die wir nochmal speichern. Dann sind nämlich diese drei quasi schon zum zweiten Mal in unserer RNA-Bank gesichert und dementsprechend können wir die dann im nächsten Kampf schon doppelt auslösen. So ungefähr ist die Thematik. Ihr müsst immer gucken, was am meisten Sinn macht. Fakt ist nur, Wutausbruch macht zusätzliche Stärke. Es macht trotzdem keinen Sinn, sich 10 Wutausbrüche zu holen und sonst gar nichts, weil der 10. Wutausbruch eben schon 90% ineffizienter ist, als das der erste noch war. Okay, das halten wir uns so ein bisschen in der Thematik, dass wir sagen, wir beschränken uns immer so zwischen 3 und 4 Buffs, die wir uns holen. In der Regel 3 plus 1. Also ich habe immer noch gerne eine Präzision mit bei, einfach wegen der kritischen Wertung dann in der Regel. Also die 4, die wir halt vorhin oben angesprochen haben. Der Wutausbruch, die Regeneration, die Kraftzufuhrrate und die Präzision. Präzision 1 und alles andere teilt er auf, wie es braucht. Na, Aufrüstung und perfekte Abwehr spart er euch gänzlich. Okay? Dann kommen wir zu Superkraft 1. Jeder Treffer hat eine Chance von 85% zusätzliche irgendwas Gesundheit vom Gegner als Direktschaden abzuschöpfen. Das ist eigentlich weniger die Situation, die jetzt in irgendeiner Weise relevant wäre. Das Wichtigere ist das, was danach kommt, nämlich wir haben zusätzlich eben die Chance, 10% dieser Anomalieladung noch hinzuzuführen, und zwar pro Treffer. Bei diesen 10% geht es eben wieder um diesen Timer, der hier oben sagt von 0 bis 100, dann wird ein Effekt ausgelöst. Wenn er quasi eure SK1 in die Routine mit einbindet, dann geht eure Aufbauphase schneller. Ob ich das empfehlen kann, ich weiß es nicht. Das mag durchaus ab und an Sinn machen. Allerdings ergibt sich die Problematik wie bei so vielen Champs, dass der Schadensoutput, unabhängig von seinen ganzen Buffs, aber insbesondere in Kombination mit den ganzen Buffs, aus der SK2 resultiert. Weswegen ich die SK1 eigentlich immer nur so zum Aufbauen verwende. Wenn er dann mal fertig ist und seine 10 Buffs gespeichert hat, ab dem Zeitpunkt juckt mich die SK1 eigentlich überhaupt nicht mehr. Dann werden SK2s geworfen, denn da kommt der Schaden her und wir gucken uns einfach mal an, warum das so ist. Wir haben eine 75% Chance, den Gegner mit einer giftigen Rüstung zu belegen. Ja, das ist ein Buff, mit dem er da belegt wird, und der giftige Rüstungsbuff hat erstmal 2 verschiedene Effekte, nämlich erstens hält er 15 Sekunden lang an, was erheblich ist von der Dauer, und der verstärkt erstmal die Rüstung des Gegners. Das führt oftmals zur Verwirrung, weil man sich denkt, wieso soll man denn die Rüstung des Gegners verstärken? Der Cliffhanger kommt danach, denn daraus resultiert eigentlich der Schaden von Venom the Duck. Das Treffen eines Gegners mit giftiger Rüstung versucht bis zu 90% zusätzlichen Direktschaden, je nachdem, wie stark die Rüstung des Gegners ist. Und dieser Direktschaden ist manchmal erschreckend hoch. Das muss man tatsächlich zugeben, dass umso höher die Rüstungswertung des Gegners oder beziehungsweise insbesondere Gegner mit Aufrüstladungen sind hier verloren. Also es ist wirklich heftig, was hier an Schaden resultieren kann. Ihr habt da ein schönes Zeitfenster nach der SK2, wo sich nicht eure gelben Zahlen oder sowas großmordsmäßig amortisieren beziehungsweise steigern, sondern der zusätzliche Direktschaden, der über diese giftige Rüstung ausgefügt wird. Na, also dementsprechend, das haltet ihr bitte im Hinterkopf, mit der SK2 resultiert der Schaden. So, eine ganz nette Superkraft und die wir auf keinen Fall hinten runterfallen lassen dürfen, ist die SK3. Hier geht es nämlich insbesondere darum, dass wir, wenn Kämpfe länger dauern, beziehungsweise insbesondere, wenn wir Venom the Duck auf Wegen brauchen, auf denen er vielleicht nicht so passt. Also der Fakt ist, wie das ja oftmals bei Aufbau-Champions ist, haben wir das große Problem. Sagen wir starten mit dem Venom the Duck und der Gegner hat gleich auf dem ersten Knoten 6, 7, 800.000 Energie. Es reichen schon 500.000. Ne? Solange der eben seine Buffs nicht so gesteckt hat, dass 10 am Start sind, wird das ein relativ langer Kampf. Und wenn ihr dann eure positiven Buffs nicht zur Verfügung habt, zumindest die ersten 3 im ersten Kampf, die ihr euch sichern konntet, dann spielt ihr euch einen Wolf. Okay, deswegen gibt es die SK3, die sagt, dieser Kampf, wie das da auch immer formuliert ist, ihr aktiviert alle eure in der Bank vorhandenen Buffs erneut. Ne, und das jedes Mal, wenn er eine SK3 zündet. Ihr könnt die dann nicht ein zweites Mal speichern, weil das hat keinen Einfluss auf das Limit, was ihr pro Kampf speichern könnt. Aber haltet euch fest, wenn ihr wirklich in dem ersten Kampf seid und merkt, okay, ihr müsst das aufbauen, dann werdet ihr immer mal wieder eine SK3 mit einbauen müssen. Beispielsweise, ihr habt euch einen Wutausbruch geholt, ihr habt euch eine Präzision geholt und ihr habt euch eine Kraftzufuhrrate geholt, dann ist das ganz nett für den Aufbau.
Okay? Also ganz wichtig ist zusammenfassend, dass er immer sagt, ihr dürft nicht unachtsam sein, welche Buffs werden gespeichert. Das Buffs speichern ist ein totaler Witz, denn ihr müsst mit diesen Superkräften nicht mal treffen, sondern ihr könnt ja auch den Block nageln. Ne? Heavy oder Superkraft speichert den aktuell aktiven Buff pro Mission 3 Stück. Beziehungsweise pro Kampf 3 Stück, pro Mission maximal 10, okay? Macht das nicht unachtsam, denn ihr wollt definitiv nicht die perfekte Abwehr speichern, okay? Hier muss man Kabam loben, das ist der Grund, warum ich den 6er hier hernehme und nicht den 5er. Denn hier sehen wir relativ schön, wie sich die Dupe-Fähigkeit verhalten würde, wenn er denn Dupe wäre. Deswegen, wie gesagt, mein 5er ist Dupe, allerdings relativ niedrig. Dementsprechend können wir hier schon mal kurz gucken, inwieweit das Sinn ergeben würde. Verdrehte Mutanten gewähren dem Anomalie-Effekt zu Beginn des Kampfes zwischen 5,1 und 25% Ladung sowie folgende Superkraftverbesserungen. Also erstmal bei Max Dupe starten wir halt schon mit 25% auf dem ersten Anomalie-Effekt. Das ist jetzt meines Erachtens nicht so wichtig. Der Fakt ist, das geht nämlich tatsächlich ziemlich schnell. Es ist nett, wenn er Max Dupe ist, dann geht das halt nochmal um ein ganzes Stück schneller. Aber nichts, was ich sagen würde, dass der aus diesem Grund das Dupe eben brauchen würde. Na, macht es natürlich ein bisschen angenehmer, aber mehr auch nicht. Weiterhin haben wir allerdings die Thematik, dass wir zwischen 12 und 30% Ausbeutungsschaden während des Einsatzes der ISK-1 bekommen. Das ist auch ganz nett zu haben, meines Erachtens, aber auch jetzt nichts, was, also immer noch nicht so die Thematik. Ne? Also ich glaube, ihr habt aber verstanden, um was es geht. Die giftige Rüstung gewinnt bis zu 60% an Dauer hinzu. Das ist was, was wir nicht vernachlässigen dürfen, denn 60% dürften hier irgendwas mit 8 Sekunden sein. So um den Dreh, da kann schon Schaden herkommen. Na, also in der Summe, es sind relativ viele Effekte, denn wir sehen auch zwischen 6 und 20% Ausbeutungsladen wird nach der dritten Superkraft erlangt. Ne? Es beschleunigt alles, es sind 4 verschiedene Effekte, die in der einzelnen Betrachtung nicht unbedingt wichtig sind, aber in der Summe beschleunigt es das Ganze schon nochmal erheblich und er wird um ein ganzes Stück dominanter. Wie gesagt, an der Stelle schon mal Kurzfazit. Die größte Problematik an diesem Champion ist gleichzeitig sein größter Vorteil. Ihr habt immer die Thematik, dass ihr darauf angewiesen seid, was ihr sichert. Ihr habt allerdings gerade in schwierigen Kämpfen nicht die Lust, dass er dreimal die Aufrüstung ablaufen lässt, bevor er dann tatsächlich den Wutausbruch sichern könnt. Ne? Deswegen ist er bei mir so ein kleines Stiefkind, wo ich sage, das ist alles so toll und wenn der aufgebaut ist, dann macht er auch richtig Laune. Aber manchmal, Entschuldigung die Ausdrucksweise, fuckt er mich einfach nur ab. Ne? Das könnte aber auch an meinem liegen. Vielleicht sagt ihr, bei euch ist das mit den Effekten etwas anders, aber so viel zu der Thematik. Wir gucken kurz rüber zu Aunt May und schauen einfach mal, was sich vielleicht auf Synergien noch ergibt. Hier auf Aunt May fallen uns insbesondere 2 Themen ganz besonders auf, nämlich zum ersten, es ist eine sagenumwobene Prestigepfeife. Und zwar wirklich unnormal heftig, wie schlecht der im Prestige abschneidet. Ich weiß nicht, wo der damals war, als die das Prestige vergeben haben, aber in der Hinsicht, also bitte für das Thema, lasst da die Finger von ihm, denn da kann er gar nichts. Na, ihr seht 9859, der knackt nicht mal die 10k. Das lasst er auf natürlichem Wege. Okay, ihr wisst, was ich meine. Wir sehen auf dieser Seite allerdings, dass wir eine erhebliche Menge an Synergiepartnern haben, die vereinzelt nicht zu vernachlässigen sind. Na, es ist unfassbar, wie viele das sind. Ich selbst bin gerade erschrocken. Die hier unten kannte ich selber gerade noch gar nicht. Aber gut, wir gehen es einfach mal durch, damit wir es checken. Folgende Systematik kann die Thematik erheblich beeinflussen bzw. erleichtern. Venompool und Carnage, beides nicht meine besten Freunde. Mit Carnage kann ich mich noch einigermaßen anfreunden. Allerdings ist es jetzt auch nicht, dass ich sage, also ich nutze es eigentlich nicht. Es könnte allerdings genau die Problematik beheben, die ich mit diesem Champion habe. Nämlich, hier geht es einfach darum, dass wir eine 25% Chance erhöht haben, diese Symbionten-Raserei-Buffs zu aktivieren. Ihr erinnert euch, wir hatten diese 2 Kategorien. Unten war perfekte Abwehr, Regeneration und die Aufrüstladung, während oben die Kraftzufuhr, der Wutausbruch und die Präzision waren.
Ne? Hier ist die Chance dann um 25% größer, dass eben von den oberen einer ausgelöst wird, was ja generell von Vorteil wäre. Umgekehrt funktioniert das genauso, allerdings mit denselben Synergiepfeifen wie da oben, Entschuldigung, dass ich es so sage, nämlich mit Agent Venom und dem Symbiont Spider-Man. Hier könnten wir es quasi genau umgekehrt darstellen, dann würden halt quasi diese unteren Buffs priorisiert. In der Summe überlasse ich es dann in der Regel doch den Zufall und nehme keinen der vier Kollegen mit, das im Endeffekt genauso funktioniert. Ein ganz interessanter Synergiepartner, weil er hier gleich zweimal vorkommt, ist Symbiont Supreme. Und insbesondere dahingehend, da Symbiont Supreme an sich ja auch ein absolut überragender Champion ist. Deswegen können wir das abhandeln. Wir bekommen plus 15% Auslöschungs- und besiegeltes Schicksalresistenz. Finde ich jetzt in der Hinsicht nicht ganz so wichtig, denn wenn wir gegen Champions kämpfen, die Buffs löschen können, dann sollten wir das am besten gänzlich vermeiden mit Venom the Duck. Ne? Denn ohne unsere Buffs sind wir ein bisschen Luftpumpe. Ne? Weiterhin haben wir die Thematik, dass sämtliche Symbionten die Dauer aller Verletzungs-Debuffs um 20% erhöhen. Also ihr seht auch an dieser Stelle Symbiont Supreme, was man dabei haben kann, weil man es eben zufällig dabei hat. Aber nichts, was, also keiner, den man mitnimmt, weil man jetzt mit Venom the Duck spielen möchte. Der gute alte Blade gibt uns plus 18% Blutrauschdauer. Auch das ist meines Erachtens jetzt nichts, was zwingend erforderlich ist. Früher eine komische bzw. eine Kack-Synergie, zwischenzeitlich ist das ja nicht mehr so, weil Kollege Howard the Duck ist ja zwischenzeitlich auch nutzbar. Deswegen kann man sowas durchaus mal bringen. Der Fakt ist, wir erhalten plus 2% Angriff für jeden Buff in der RNA-Bank. Quasi, das ist, wir wissen, wir können bis zu 10 Stück haben. Dementsprechend könnten wir hier einen Angriffsplus von 20% generieren. Venom betrifft nur diesen Champion und häuft sich nicht an, plus 40% Anomalie-Buff-Ladung zu Beginn eines jeden Kampfes. Na, da starten wir halt quasi mit 40% mehr in dem Kampf. Das ist ganz nett und Venom, ähnlich wie Symbiont Supreme, ist ja ein Champ, den man durchaus dabei haben kann, denn der ist brutal. Selbiges mit Domino, auch ein Champion, die ich nach wie vor wirklich als sehr nützlich finde. Hat mir früher viele Wege geebnet, die anders nicht möglich gewesen wären. Und das ist nicht zu unterschätzen. Plus 35% Fähigkeitsgenauigkeit während den Superkräften. Das erübrigt das Problem. Wir erinnern uns beispielsweise, wir haben bei der SK2 eine 75% Chance, diese giftige Rüstung anzubringen. Die giftige Rüstung ist allerdings das, wo der Schaden wirklich herkommen soll. Wenn die nicht angebracht wird aufgrund der fehlenden Fähigkeitsgenauigkeit, ist halt dämlich. Ne? In dem Moment, wo er Domino mit am Start habt ihr die Thematik, dass die Fähigkeitsgenauigkeit auf 100% liegt und diese sogar überschreitet. Also Domino nicht die dümmste Idee, die mit dabei zu haben. Das wird einiges regeln. Der Kollege Groot gibt uns 15% Buffdauer für die sogenannten Regenerationsbuffs. Das ist jetzt meines Erachtens zu vernachlässigen. Schönster im ganzen Land, Immortal Abomination. Symbionten-Buffs erhalten plus 15% Dauer. Und das ist ein Thema, wo ich sage, auch das. Ihr wisst, ich stehe auf Synergien, die einigermaßen Sinn ergeben, wenn der Synergiepartner dann auch noch was kann. Und im Falle von Immortal Abomination bin ich der Meinung, der spielt für mich persönlich in der Top 3 der Forschungs-Champs. Dementsprechend, den könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und 15% also Buffdauer, das betrifft ja alle Buffs, auch direkt zu Beginn des Kampfes. Das ist eine schöne Sache. Hier Spider-Gwen hat keinen Einfluss auf Venom the Duck, deswegen können wir das überspringen. Symbiont Supreme hatten wir an dieser Stelle und somit kommen wir hier zum Red Goblin, der einfach sagt, jeder Symbiont im Team gewährt einen um 15% erhöhten kritischen Schaden. Auch das kann man machen, vielleicht hat man nämlich Venom zusätzlich noch mit am Start, dann wird das in der Summe ganz schön brutal, denn so ein aufgebauter Venom the Duck kann generell zuschlagen. Ne? Jeden Schaden, den der quasi mehr macht, skaliert dann auch weiter mit 15%, nicht zu unterschätzen und dann denkbar, ich meine, wir spielen ja auch mit Mutantenteams in Zeiten von Apokalypse, wieso nicht auch mal ein Symbiontenteam bauen? Ne? Zwischenzeitlich haben wir ja doch ein paar Granaten zur Verfügung. Die mir nicht bekannt war, hier von Purgatory, dem Fegefeuer, wir haben bei einem jeden Kampf kann ein zusätzlicher Symbiontenbuff in die RNA-Bank gespeichert werden, erhöht das Limit quasi von 3 auf 4 und
meines Erachtens eine ganz heftige Ansage, okay? Gucken wir uns einfach noch zur Visualisierung ein paar kurze Clips an, vielleicht auch nur einen, ich bin mir nicht sicher, habe die zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen, will nur nicht zu viel von eurer Zeit in Anspruch nehmen und dann machen wir ein Fazit. So, dann gucken wir uns doch die Thematik einfach mal im Kampf an und schauen mal, wie das Ganze in der Praxis zu funktionieren hat. Wir sind hier irgendwo in Akt 5 unterwegs, haben hier nur einen Durchbruchknoten drauf. Da der R4 ist, lassen wir jetzt den Schaden mal ein bisschen außen vor und gucken uns einfach das System an. Wir sehen unsere Anomalie-Effekte, die jetzt langsam aber sicher von 0 bis 100 zählen, bis dann quasi einer der zufälligen 6 Buffs ausgelöst wird. Sobald das dann passiert, müssen wir entscheiden, ob wir den Buff haben wollen oder eben nicht. Und das sehen wir jetzt in erster Linie, was denn kommt. Zack, das ist die Kraftzufuhr und ja, die Kraftzufuhr wollen wir haben. Deswegen eine SK2 gezündet, die gleichzeitig zweimal die vergiftete Rüstung angebracht hat und somit einen erheblichen Bonusschaden macht. Und wir sehen oben anhand der 1 neben unserem Icon, wir haben die Kraftzufuhr gesichert. Das ist ganz wichtig, wir werden später sehen, wir haben jetzt den zweiten Buff zur Verfügung, das ist eine Regeneration. Auch die sichern wir mit der Heavy, okay? An dieser Stelle sehen wir schon ein Problem in diesem Kampf, denn ich könnte den Kampf jetzt easy beenden. Ich will allerdings noch einen dritten Buff mitnehmen, denn wir wissen, ich kann ja bis zu 3 Stück sichern, um mir die späteren Kämpfe einfacher zu machen. Was haben wir? Chance auf perfekte Abwehr. Diesen Buff will ich nicht. Aus diesem Grund darf ich jetzt, während dieser Buff läuft, keine Superkraft zünden, also weder eine SK1 noch eine SK2 und ich darf auch keine Heavy landen. Okay, die SK3 wäre irrelevant, denn die reaktiviert nur, speichert allerdings nicht. Deswegen gucken wir jetzt, okay, den Wutausbruch nehmen wir mit. Wir sehen, wir haben 3 Buffs gesichert. SK2 beendet den Kampf nicht. Das ist allerdings Gwenpools Fähigkeit geschuldet. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich mache hier mal einen kleinen Sprung. Hier geht es dann rüber, weiter zu Iron Man. Das, glaube ich, können wir hier noch ein bisschen beschleunigen. Genau. Iron Man, ja ein Champion, der über Aufrüsten verfügt, dementsprechend ohnehin ein gefundenes Fressen für Venom the Duck. Das Wichtigste kommt allerdings jetzt. Wir haben 3 Buffs, die wir haben wollen, die jetzt aktiviert werden. Ich zünde jetzt eine Heavy, aktiviere quasi diese 3 Buffs nochmal und wir sehen, wir haben nun an dieser Stelle schon 6 Buffs gespeichert. Okay, an dieser Stelle müssen wir jetzt allerdings mal dazu sagen, wir haben gerade keinen positiven Effekt aus diesen 6 verschiedenen Buffs, welche uns zur Verfügung stehen. Allerdings kommt nun der 7. Allerdings, wir können ab jetzt nichts mehr speichern. Ne? Für diesen Kampf ist quasi schon wieder alles erledigt, was nur zu erledigen war. Wir sehen hier den erheblichen Bonusschaden, der resultiert aus der vergifteten Rüstung. Ne? Sehen allerdings auf der anderen Seite, immer dann, wenn weder die vergiftete Rüstung aktiv ist, noch unsere Buffs aktiv sind, hat Kollege Venom the Duck hier ziemlich heftig Boxhandschuhe an. Ne? Also die grundlegende Schadensthematik ist ein bisschen traurig, aber gut, um das soll es im Endeffekt nicht gehen. Für solche Kämpfe ist er prädestiniert, wenn die Gegner jetzt nicht weit in die 500.000 irgendwie Energie haben. Okay? An dieser Stelle sehen wir jetzt beispielsweise schon wieder, wir haben jetzt jeweils 2 Wutausbrüche, 2 Kraftzufuhren und 2 Regenerationen. Wir sehen, wir heilen uns auch sofort wieder schön auf 100%. Problematisch ist, würden wir jetzt allerdings sichern, so wie wir das jetzt getan haben, wird von rechts nach links gesichert. Es ist quasi nicht zufällig, sondern ihr könnt nochmal kurz zurückskippen. Es wurden quasi die 2 rechten und der eine mittlere Buff gesichert. Inwieweit das jetzt ideal war, ist ein bisschen schwierig zu bewerten, denn der Fakt ist, wir wollen eigentlich mindestens noch eine Präzision mit aufbauen, denn am Ende des Tages ist es immer so, mein Idealbeispiel für solche Situationen wäre eigentlich immer, wir haben 2 Regenerationsladungen, wir haben 2 Präzisionsladungen, wir haben 3 Wutausbruchsladungen und wir haben 3 Kraftzufuhrladungen. Die Problematik hier haben wir jetzt schon relativ viel Regeneration, das ist nicht schlimm, wir haben 3 Wutausbrüche zu 2 Kraftzufuhren. Fakt ist, einen Buff können wir noch sichern. In dem Moment, wo die Symbionten-Thematik hier auf 100 schreiten wird, wird es auch eine neuen Buff dazu geben.
Und dann sehen wir, was das im Endeffekt sein wird. In unserem Fall ist das jetzt hier noch eine Regeneration, wo ich sage, die könnte man jetzt sichern, ich will die aber eigentlich gar nicht und schmeiß deswegen jetzt meine SK3 in den Ring, um einfach alle meine vorherigen Buffs quasi nochmal zu aktivieren. Okay? Beispielsweise sehen wir jetzt, wir haben jetzt eine ganze Menge wieder aktiv, genau wie am Anfang. Und wichtig ist für uns wirklich, unterschätzt mir diese Kraftzufuhr nicht. Ne? Ihr müsst am Schluss, wenn es wirklich darum geht, Schaden zu machen, diese beiden Damage-Outputs miteinander verbinden. Wir brauchen zum einen diese positiven Effekte auf Venom the Duck und zum anderen brauchen wir allerdings diese giftige Rüstung aus der SK2. Es macht keinen Sinn, mit der SK3 diese Buffs zu reaktivieren und dann die SK2 erst dann zünden zu können, wenn diese Buffs schon wieder abgelaufen sind. Deswegen, diese Kraftzufuhr muss unbedingt mit drin sein, deswegen habe ich das am liebsten so, dass ich 3 meiner 10 Buffs in Kraftzufuhr packe, weitere 3 entsprechend eben in den Wutausbruch und dann nochmal ein 2er Präzision und eine 2er Heilung, außer es ist beispielsweise was, wo ich wirklich länger kämpfen muss, dann vielleicht mal eine 1er Präzision und eine 3er Heilung, okay? Mit den 4 Regenerationsbuffs können wir uns hier auch ordentlich ins Gesicht knallen lassen. Ich meine mich zu erinnern, ich habe hier eine SK geschluckt. Ich weiß allerdings nicht, ob da der Regenerationsbuff noch aktiv war. Ist aber auch nicht weiter groß dramatisch. Ihr habt kurz noch gesehen, wie heftig das gegenheilen würde, wenn es denn so ist. Wichtig ist, wir haben jetzt unsere 10 Buffs gesichert. Und an dieser Stelle sehen wir, es werden trotzdem, immer wenn die 100 Anomalie voll sind, zusätzliche Buffs quasi generiert. Wir können die einfach nur nicht mehr speichern, aber sie kommen weiterhin vorwärts. Ne? Und deswegen sage ich, das ist ein R4-Champ, ne? Also das könnte, ihr seht, ich habe jetzt da das dürfte schon ein ganzes Stück von der Linie gewesen sein. Wenn er da, das sind keine Synergien mit dabei. Ne? Also wenn ihr Akt 5 seid, habt ihr vielleicht zwischenzeitlich schon so einen R4-Champ oder vielleicht ist er noch R3, aber ihr habt dann ja auch locker noch ein paar andere Champs mit. Hier seht ihr beispielsweise, diese Regeneration spricht definitiv für sich. Ne? Und sie kann immer wieder reaktiviert werden. Also das ist schon eine Hausnummer. Der Louis hat hier jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen aufrüsten. Ne? Wir haben leider nur eine vergiftete Rüstung auf ihm platzieren können, aber nichtsdestotrotz ist das gar nicht mal so unerheblich, was hier passiert. Ne? Und so baut er den Kollegen auf und dann, glaube ich, können wir zu einem Fazit kommen. So, das hat jetzt in der Summe etwas länger gedauert, als mir das Ganze recht ist, aber deswegen machen wir das ja für gewöhnlich in 2 Parts. Ich hoffe, das Fazit können wir ein bisschen kürzer halten. Ich bin im Zwiespalt, was diesen Champion betrifft. Versteht mich nicht falsch. Ich mag den sehr gerne und ich finde, der hat an gewissen Ecken und Enden auch eine wahnsinnig effektive Einsatzmöglichkeit. Ganz weit vorne sehe ich ihn im Kerker bzw. in den Übergriffen. Durch diese ständigen Aufbaukämpfe und so weiter plus die zusätzlichen Buffs kann hier aus Venom the Duck eine richtige Zerstörungsmaschine werden. Und auch in normalen Monatsmissionen, sowie beispielsweise dem Kavalier-Event oder Akt 5 etc. 6, 7, kann der durchaus seinen Einsatz finden. Ich finde es sehr individuell, wie man ihn aufbauen kann. Ich mag sehr vieles an ihm, aber es gibt auch Themen, die mich abgrundtief nerven. Und das muss ich auch ganz offen und ehrlich gestehen. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich beide, sowohl den 5er als auch den 6er, dann doch noch ein bisschen hinten dran gelassen habe. Nämlich einfach die Thematik, es hört sich alles sehr individuell an. Aber am Schluss, fürs Ideale, ist es nicht so individuell, wie man nämlich meint. Denn für mich ergibt sich so der Eindruck, man will am Schluss seine 3 Wutausbrüche, man will seine 3 Kraftzufuhrladungen, man will zumindest 2 Heilungen und eine Präzision. Ne? Beziehungsweise, auch wenn er das ein bisschen abändert, ihr werdet immer so zwischen diesen 4 hin und her schwanken, damit er quasi auf eure 10 richtigen Buffs kommt. Die Problematik gibt sich dahingehend, dass ihr durchaus mal 9 richtige Buffs sammeln könnt, das ist kein Problem. Dreckig wird's dann, wenn es um den einen 10. geht. Und schlimm ist es an der Situation, wenn der 10. Buff der letzte Kraftzufuhr-Buff ist, der euch fehlt, damit er eure durch SK3 reaktivierten Buffs quasi mit dem Schaden der SK2, die darauf folgt, quasi kombinieren könnt. Na, und wenn er dann 5-mal hintereinander perfekte Abwehr bzw. Präzision oder halt alles andere nochmal aussitzen müsst, bis er dann tatsächlich entsprechend sichern könnt, die letzte Ladung, die er braucht, dann ist das gerade in schwierigen Kämpfen, bei denen es um was geht, nicht sonderlich atemberaubend, ne?
Und vergesst mir bitte nicht eins, das ist sehr schwierig und hört sich individueller an, als es ist. In dem Moment, in dem ihr beispielsweise mal in der Ecke steht, eine SK3 voll habt und irgendwo, genau in dem Moment kommt der Buff, den ihr sichern wollt, dann könnt ihr das mit der SK3 aber nicht tun. Und dann ergibt sich folgende Problematik. Ihr macht eure SK3, reaktiviert die anderen neuen Buffs, der aktive Buff, den ihr sichern wollt, verschiebt sich nach links, während eure neuen Buffs rechts daneben auftauchen. Ihr sichert danach mit einer Heavy, ergo ihr habt den rechten Buff nochmal gesichert. Dann habt ihr von mir aus jetzt den vierten Wutausbruch geholt, aber die Kraftzufuhr ist wieder abgelaufen. Ne? Deswegen, man ist dann sehr oft fokussiert, gerade für den letzten Feinschliff, was es dann ein bisschen stressig macht, gerade in Kämpfen. Ich gehe jetzt mal in den AK, wo es dann wirklich um was geht. Da haben wir andere Sorgen, als um uns über sowas Gedanken zu machen. Deswegen für Missionen und so weiter und insbesondere dem Kerker finde ich ihn abartig stark. Bei anderen Themen bin ich eher vorsichtig. Da bildet euch bitte jeder selber ein Urteil. Das Einzige, wo wir uns bitte einig sind, ist fürs Prestige lassen wir das bleiben. Weil da ist er ein voller Idiot. Ne? Mehr schlecht geht an der Stelle nicht. Aber der Champ an sich ist in der ganzen Summe ein sehr schönes Ding. Ich finde ihn lustig, ich finde ihn abwechslungsreich und ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Aber mir fehlt noch so ein bisschen diese für mich im Kopf spielt es sich einfach so ab, als wäre diese Präzision, nicht die Präzision, sondern die Aufrüstung und am Schluss tatsächlich auch diese perfekte Abwehrchance ein bisschen häufiger vertreten, als das eigentlich sein sollte. Okay, dementsprechend in der Summe runde Kiste. Ich hoffe, du hast verstanden, um was es geht. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, servus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.